Markus Krösche, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, erklärte, dass der Verein keine Eile hat, seine wertvollsten Spieler während des Transferfensters im Winter zu verkaufen, trotz der guten Leistungen des Teams. In einem Interview sagte er, dass der Verein, wie jeder andere auch, Einnahmen aus Spielerverkäufen benötigt, aber nur Angebote in Betracht ziehen wird, die vollständig seinen finanziellen Erwartungen entsprechen. Im Moment liegt der Fokus darauf, den aktuellen Erfolg fortzusetzen und das Team bis zum Sommer zusammenzuhalten. Omar Marmoush, der sich in einem ausgezeichneten Moment in seiner Karriere befindet, wird als der wahrscheinlichste Spieler für einen Verkauf angesehen. Dennoch plantet Eintracht Frankfurt trotz des Interesses großer Clubs nicht, den Torschützenkönig Omar Marmoush im Wintertransferfenster zu verkaufen. In diesem Winter haben wir nicht vor, Änderungen an der Mannschaft vorzunehmen. Unser Ziel ist es, sie bis zum Sommer zusammenzuhalten, erklärte der Sportdirektor Markus Krösche am Montag während einer Pressekonferenz. Dennoch verfolgt der Verein eine Politik, Spieler zu entwickeln und sie zu guten Preisen zu verkaufen, sodass ein außergewöhnliches Angebot für Marmoush die Situation verändern könnte. Der 25-jährige Stürmer hat beeindruckt mit 14 Toren und 10 Vorlagen in 16 Pflichtspielen, was die Aufmerksamkeit mehrerer Premier League-Clubs auf sich zieht und seinen Marktwert schnell steigen lässt. Manchmal muss ich mich sogar selbst kneifen, um zu glauben, wie gut Omar gerade spielt, kommentierte Krösche. Das ist das Ergebnis harter Arbeit im Training und des Selbstvertrauens, das ein Spieler haben muss. Krösches Erwartung ist, dass Marmoush seine ausgezeichnete Leistung bis zum Sommer fortsetzt. Eintracht Frankfurt-Fans, hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und abonnieren Sie den Kanal, um immer über die neuesten Nachrichten von unserer Eintracht Frankfurt auf dem Laufenden zu bleiben.